Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Jetzt wollte ich mir hier noch so ein Filter hier einstellen, vielleicht so eine Adventskerze oder sowas. Aber habe ich vergessen und finde jetzt auch auf die Schnelle nichts, weil mir ist gerade bewusst geworden, ich habe dir gar keinen schönen Advent gestern gewünscht. Jetzt finde ich hier nichts. Außer Universumsglitzer, was ich sonst habe, finde ich hier nichts. Egal, lassen wir es ohne Filter. Also, wollt ihr noch nachträglich einen schönen ersten Advent wünschen? Wobei ich ziemlich sicher bin, dass du gestern zuhauf hier auf Facebook einen schönen Advent gewünscht bekommen hast, oder? Bei uns ist es natürlich ein bisschen außen vor hier, Adventsstimmung bei strahlendem Sonnenschein, 21 oder 22 Grad. Was wir gestern hatten, da kommt man nicht ganz so in Weihnachtsstimmung, wobei wir tatsächlich gestern dann doch den Tisch schön gedeckt hatten zum Frühstück und Weihnachtsservietten und Weihnachtskerze und so einen kleinen Weihnachtskranz, so ein bisschen Weihnachtsstimmung hier, auch eine Duftkerze noch, um so ein bisschen Weihnachtsstimmung einzufangen. Ist aber nicht wirklich der Grund, warum ich jetzt live gekommen bin. Vielleicht kennst du das auch, dass du mal so das Gefühl hast, jetzt kommt irgendwie so Wut auf. Du bist wütend. Jetzt zeigt er mir, dass mein Akku aufgeladen werden muss. So, jetzt klappt es wieder. Hier auf Zypern muss man immer die Steckdose anschalten. Da ist noch so ein Schalter zusätzlich. Ich habe jetzt einfach nur den Stecker gewohnheitsmäßig in die Steckdose gesteckt, aber der Schalter war aus. Dann kann das nicht funktionieren. Ist hier alles ein bisschen anders als in Deutschland. Genau, also vielleicht kennst du das Gefühl, dass du einfach mal wütend bist. Sei es, dass es dir bewusst ist, warum du wütend bist, sei es, dass der Kontostand mal wieder nicht das hergibt, was du gerne haben möchtest, weil die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, sei es, dass du wütend auf die Kinder, auf den Partner bist, auf die Familie, auf frühere Geschehnisse oder was auch immer. Oder dass du einfach nur wütend bist und kannst es auch gar nicht so richtig ja, deklarieren, warum jetzt wütend. Also eigentlich so ohne Grund. Und da würde ich dir mal gerne so eine ganz andere Sichtweise mit auf den Weg geben. Zum einen, also zwei Dinge würde ich dir da wichtig mal mit auf den Weg geben. Beides hängt ganz eng mit deinem Seelenplan auch zusammen. Der erste Aspekt ist, du wärst nicht hier in meinem Universum, sei es hier in der Community, auf Facebook, auf Instagram oder auf dem YouTube-Kanal oder wo auch immer du das Video jetzt entdeckst, diesen Beitrag, wenn du nicht zu den Menschen gehören würdest, die sehr feinfühlig wahrnehmen, sensibel sind und die auch ganz viel aus dem Kollektivbewusstsein wahrnehmen. Und deshalb darfst du dich da auch schon mal fragen. Wenn du merkst, irgendwie bin ich jetzt so grundlos wütend oder irgendwie ist so eine Art von Wut da, so ein Wutgefühl da, der erste Aspekt, darfst du dich schon mal fragen, ist es überhaupt deines? Ist es überhaupt deine Wut oder nimmst du gerade Wut von irgendjemandem aus dem Familiensystem oder aus dem Kollektivbewusstsein oder von was auch immer war? Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, und der ist noch wichtiger, aus meiner Sicht, weil, wenn man wütend ist, und so richtig, wirklich, ja, vielleicht auch mal außer sich gerät vor Wut. Was für eine Power, was für eine Energie verbirgt sich dahinter? Und wenn du diese Art von Wut auch kennst, auch wenn es nur ab und zu ist, vielleicht kennst du sie aber auch öfter, ist egal. Will dir deine Seele immer damit sagen, hey, schau hierher, hier ist viel mehr für dich möglich, als du es bis eben gerade lebst. Da gibt's, stell dir das so vor, da gibt es eine innere Instanz in dir, die quasi im Grunde genommen wütend ist, weil du als Erwachsene dir einfach nicht erlaubst, dein volles Potenzial zu leben, die familiäre Situation dir so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest, die berufliche Situation nicht so zu gestalten, wie du es eigentlich wirklich möchtest. Deine Einkommenssituation im Hinblick auf deine Kontostände oder den Kontostand nicht so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest.
Oder auch gesundheitlich, das greift ja alles immer ineinander. Also deine Seele, dein wahres Wesen, dein Überbewusstsein, ist egal, welchen Namen du dieser Instanz nennst, dieser Instanz gibst, ist immer ein Hinweis dafür, für dich ist noch viel mehr möglich als das, was du bis eben lebst. Und das ist der Grund, warum du dann auf der unbewussten Ebene einfach wütend bist, weil es eine Instanz in dir gibt, die ganz klar weiß, hey, die Große, nimm deinen Vornamen jetzt, füg den ein, die lebt einfach nicht ihr volles Potenzial. Die erschafft sich eben bis immer noch nicht ihre Lebenswirklichkeit ganz nach ihrem Herzen. Die sorgt einfach immer noch dafür, dass sie tagsüber Dinge macht, die überhaupt nicht ihr entsprechen, die ihr einfach Energie rauben. Die hat immer noch nicht den Kontostand oder die Kontostände, wie sie es eigentlich gerne hätte. Hat immer noch nicht die Geldenergie zur Verfügung, was eigentlich für sie möglich ist. Ja? Also du kannst das auf alle Ebenen in deinem Leben beziehen und das verbirgt sich hinter der Wut. Das heißt mit anderen Worten, wenn du das mal erkennst, warum du da wütend bist, warum Wut aufkommt, dann ist das immer ein Indiz, ein Hinweis von dem wahren Wesen, von dem unendlich großen wahren Wesen, das du in Wahrheit bist, hinzuschauen und dieses enorme Potenzial, was in dir verborgen ist, dich dafür zu entscheiden. Und das ist nichts anderes als eine Entscheidung, das wirklich zu entdecken und dann auch dem Ruf deiner Seele zu folgen, also den wahren Grund deines Daseins hier, deine Mission zu erkennen, was genau deinem Seelenplan entspricht und daraus dann eben auch dem Ruf deiner Seele dahingehend zu folgen, dass du daraus deinen Seelenberuf kreierst, um dann dir dein Leben auf allen Ebenen deines Seins, das spiegelt sich in allen Bereichen wider, beruflich, gesundheitlich, privat, familiär, auch auf deinem Konto, spiegelt sich das wider. Im Hinblick aufs Konto. Noch vielleicht ein bisschen Triggerworte. Dein Kontostand, der sagt alles darüber aus, über dein Selbstwertgefühl gerade. Das mag jetzt ein bisschen triggern. Hat mich früher auch getriggert, als ich das zum ersten Mal hörte, vor vielen Jahren, als ich einfach noch nicht in der finanziellen Situation war, das Geld einfach immer da war. Bei mir hat auch alles geändert und da wird auch bei dir sich alles ändern, wenn du diesen Weg mal gehst, wenn du dir auch Unterstützung holst, wie du von A nach B kommst, weil das sind ja die Dinge, die wir in der Akademie machen. Du hast in 4 Wochen deinen Seelenplan fix in der Tasche und du weißt anschließend ganz genau, das machen wir auch gemeinsam, wie du daraus deinen Seelenberuf kreierst und dann dir damit auch dein Leben so gestalten kannst, wie du es wirklich möchtest. Und dann hat natürlich auch deine Seele keinen Grund mehr, dir auf der körperlichen Ebene oder in Form von Gefühlen Wut zu schicken, weil du ja dann dein volles Potenzial lebst. Ja? Außer vielleicht manchmal noch, wenn du sehr, sehr sensibel bist, wenn du so eine Wut aus dem Kollektivbewusstsein wahrnimmst, weil die Masse, das ist bis heute so, das wird vielleicht auch immer so sein. Die, keine Ahnung, wie soll ich sagen, will nicht, kann nicht, entscheidet sich nicht dafür, was auch immer. Die schimpfen lieber über andere, über Krisenzeiten, über keine Ahnung, was auch immer. Andere sind schuld und beklagen sich, ändern aber nichts. Das ist ein Commitment, das ist eine Entscheidung. Aber du gehörst ja nicht zu denjenigen. Du willst ja von A nach B kommen. Sonst wärst du ja nicht hier. Du willst ja in Wahrheit deinen Seelenplan entdecken. Du willst ja in Wahrheit dem Ruf deiner Seele auch folgen. Und da darfst du dich entscheiden. Und das ist das, was die Wut dir eigentlich sagen will. Schau hierher, da ist viel mehr für dich möglich, als du es bis eben lebst. Das wollte ich mal rasch mit dir teilen. Du weißt ja, irgendwo in der Nähe von dem Video, klick auf den Link, such dir aus, was für dich jetzt am ehesten passt. Empfehlen würde ich dir erstmal 3 Monate, um deinen Seelenplan zu entdecken, damit wir auch die Themen, die da aufkommen, auf dem Weg dahin auch lösen können, dass du auch wirklich die Klarheit hast, das entspricht deinem Seelenberuf und dass da wirklich auch eine Basis da ist, ein Fundament da ist und du von A nach B gekommen bist und sich so viele Türen auf dem Weg sich da öffnen werden. Ja, und wir haben fast Dezember,
dass du da auf eine ganz andere Art und Weise wirklich mal ins neue Jahr startest und auch vor allem durchstartest und nicht wieder denkst, rückblickend, hätte ich doch nur, wie du jetzt Anfang des Jahres vielleicht schon, vielleicht beobachtest du mich ja schon seit Jahren und der hast schon so oft gedacht, hätte ich doch nur. Es ist deine Chance, es ist deine Entscheidung. Lass uns da reden, lass uns gemeinsam da von A nach B gehen. Okay? Also, sonnige Grüße. Wir sehen uns. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao. Willkommen.